Die 22-jährige Sandy ist bereits seit ihrer Kindheit ein großer Barbie-Fan. Ihr Traum? So schön und sexy sein wie ihr blondes Vorbild. Barbie ist einfach mein Leben. Sie ist erfolgreich, sieht gut aus und sie hat Ken. Das will ich auch. Sandy wohnt in einer WG mit ihrer besten Freundin Karin. Das sieht total lächerlich aus. Guck dir das hier doch mal an. Du hast keinen vernünftigen Job. Du nimmst den Unterhalt von deinem Vater und dieses Geld gibst du für diese peinlichen Klamotten aus, ja? Was ist denn daran peinlich? Daran ist gar nichts peinlich. Barbie ist halt einfach überall erfolgreich. Guck dir erstmal die an. Das ist eine Tierärztin. Da drüben haben wir eine Anwältin. Die ist einfach super, genauso wie ich es mal sein werde. Du tickst für mich nicht mehr. Du hast einen Vogel für mich. Ganz ehrlich, hier, du hast den Knall nicht gehört. Sandy gibt ihr ganzes Geld für diesen Barbie-Schrott aus. Und jede Woche kommen neue Puppen und neues Zeug dazu. Ich verstehe das nicht. Zur gleichen Zeit. Sandys Internetbekanntschaft Ben ist auf dem Weg zu ihrem gemeinsamen Date. Die zwei haben bisher nur Fotos ausgetauscht und sind sich zuvor noch nie in echt begegnet. Ich glaube, Ben ist für mich da. Ja, ich verzieh mich. Ben weiß nichts von Sandys Barbie-Wahn. Er steht eigentlich eher auf natürliche Schönheiten. Ich suche nach dem Barbie-Girl 1, 2, 3, Sandy. Erkennst du mich denn nicht? Was? Du bist Sandy? Krass, ey. Deine Möpse. Sie sind doch nicht echt. Hast du irgendwie nicht alle Nadeln an der Tanne oder so? Also ein heißes Date habe ich mir wirklich anders vorgestellt. Sowas habe ich nicht nötig. So hatte sich der Barbie-Fan ihr Date nicht vorgestellt. Die 22-Jährige ist verzweifelt. Sandy flüchtet sich in eine Traumwelt. Sie muss aufpassen, dass sie die Realität nicht aus den Augen und so den Boden unter den Füßen verliert. Außerdem verkörpert Barbie ein übertriebenes Schönheitsideal und das kann gefährlich werden. Hey, was passiert? Hast du mitbekommen, oder nicht? Was hat er gesagt? Ja, völliger Einfall. Er hält mich für ein Fake. Und er wollte kein Date mit mir mehr haben. Scheiß doch einfach drauf. Ich meine, das ist ein Kerl wie jeder andere. Du hast es doch nicht nötig. Du bist doch so schon hübsch genug. Er hat mich gar nicht ernst genommen. Ich kann mich doch auch eigentlich gar nicht ernst nehmen. Guck mich doch mal an. Ja. Sieht ja gar nicht aus wie eine richtige Barbie. Eher wie eine Möchtegern-Barbie. Ich bin ein Barbie-Imitat. Das ist kein Wunder. Kein Mensch kann mich so attraktiv finden. Also wenn Männer sexy Barbies haben wollen, dann kriegen sie auch sexy Barbies. Ich zeig dir mal was. Guck mal hier. Hier, das ist eine ganze Seite voll mit Menschen, die aussehen, wie ich aussehen möchte. Genau wie Barbie. Hier, siehst du? Das stimmt einfach alles. Das stimmt das Outfit, das stimmt die Haare. Die haben sich sogar operieren lassen. Guck dir mal diese tolle Nase an und die Augen und der ganze Körper. Das ist einfach perfekt. Warte, das kann hier jetzt echt nicht dein Ernst sein. Doch. Das ist total gefährlich. Das wäre es mir wert. Da sind voll viele Leute schon dran gestorben. Also langsam mache ich mir echt Sorgen um Sandy. Ich meine, diese Puppengesichter, die machen einem total Angst. Und diese OPs sind halt auch unnormal gefährlich. Und im Endeffekt bringt sie das nicht weiter. Und zudem kommt auch noch dazu, dass diese OPs sehr teuer sind. Und ich weiß gar nicht, womit sie sich das leisten will. Also egal, was es kosten wird, ich finde schon meinen Weg. Schönheitsoperationen werden völlig unterschätzt. Man darf nicht vergessen, dass das ein chirurgischer Eingriff ist mit all seinen Risiken. Abgesehen davon kosten diese OPs auch eine ganze Menge Geld. So eine Brustvergrößerung kostet im Durchschnitt 5.500 Euro oder eine Fettabsaugung bis zu 3.500 Euro. Oder eine Nasenkorrektur kann bis 4.000 Euro kosten. Das ist ganz schön viel Geld für die Schönheit, abgesehen von den Schmerzen, die man dabei auch noch hat. Ich muss später eh noch zu Papa, vielleicht noch nach einer Finanzspritze fragen. Ja, und Kühlschrank ist ja auch nicht mehr ganz voll. Und das neue Barbie-Magazin sitzt draußen. Karin, könntest du mir nicht ein bisschen was leihen, damit ich zu Papa fahren kann? Ich frage dir nach Geld, du kriegst auch wieder. Ich leihe dir kein Geld für so einen Schrott. Ich sag dir das. Kriegst du nicht. Wenn du zu deinem Vater fahren willst, dann leih ich dir gerne Geld. Aber wenn du mit so einem pinken Schrott ankommst, kannst du vergessen. Nein, kriegst du nicht. Du versprochen, es ist auch nur für den Weg zu meinem Vater. Und also, das ist direkt später wieder, wenn ich wieder Du weißt, du musst noch die Miete zahlen. Ja, ich weiß. Und du weißt, ich habe selber nicht viel. Du bist meine Freundin, ich vertraue dir, aber ich vertraue auch darauf, dass ich das zurückbekomme und dass du die Miete zahlst.
Nein, ich werde ja auch einfach nur, ich brauche ja einfach nur was für den Weg dahin. Und ja, das kriegst du auch alles wieder auf jeden das Fall. Das kann ich dir leihen, das ist kein Problem. Ich gebe dir 50, ne, für die Bahnfahrt und so. Kriegst du auch später wieder, versprochen. Ja. Die Sache mit Ben hat mir gezeigt, dass ich nicht länger mehr eine schlechte Barbie-Kopie sein möchte. Wenn die Männer eine sexy Barbie haben wollen, dann sollen sie die kriegen. Kein Problem. Bitte schmink dich ab, ja? Ja, und dieses scheiß Oberteil zieh ich mir auch erstmal aus. Am Abend ist Sandy auf dem Weg zu ihrem Vater. Denn die 22-Jährige braucht dringend Geld. Weder ihr Vater noch Mitbewohnerin Karen wissen, dass Sandy ihren monatlichen Unterhalt bereits komplett für Barbie-Klamotten ausgegeben hat. Du, ich habe ein kleines Anliegen. Karen ist momentan ein bisschen knapp bei Kasse. Mhm. Und ja, Du, immer das verstehe ich nicht. Karen, die hat doch einen super Job. Wie kann das angehen? Ja, Karens Auto ist kaputt gegangen und jetzt ist das in der Reparatur und deswegen will die jetzt die Miete schon im Voraus haben. Ach nee, ne? Du weißt genau, das ist... Naja, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Wäre ja auch nur ein Vorschuss. Es geht ja auch nur um die Miete. Als Vorschuss, als Vorschuss. Ja. Denk daran, am nächsten 1. kriegst du dann die Miete nicht. Genau. Ja, Geld habe ich jetzt hier nicht in der Tasche. Ich gehe mal kurz gucken oben. Komm gleich wieder, okay? Ja, also ich habe mich schon gewundert, dass sie die Miete jetzt schon haben will, die 350 Euro. Und naja, ich habe ihr ja versprochen, dass ich sie unterstütze während des Studiums. Und gerade darum mache ich mir ja besonders Sorgen. Ich habe das Gefühl, als wenn sie das ziemlich schleifen lässt. Sandy nutzt die Gunst der Stunde und sucht nach Gegenständen, die sie heimlich zu Geld machen könnte. Ist das nicht? Oh, was machst du denn mit Mamas Schmuck? Ach, da ist Mamas Schmuck drin. Ja, ja. Ich habe nur das schöne Kästchen gesehen und ich dachte, ich guck mir das mal an. Ja, nee, aber das ist Mamas Schmuck. Tun wir mal wieder hier hin. Als Papa sich umgedreht hat, habe ich mir schnell den Schlüssel genommen. Wenn ich doch noch an Mamas Schmuck dran muss, dann komme ich wenigstens unauffällig in die Garage. So. 350 Euro. Ich zähle mal nach. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Papa, du bist einfach der Beste. Damit rettest du mir echt den Hintern. Ja, mal wieder. Apropos, was macht das Studium? Das Studium? Das läuft super. Mhm. Ja, schön, das freut mich. Okay, alles klar. Dann mach's gut und grüß mir die Karin. Werde ich ausrichten und danke schön nochmal. Ja, alles klar. Sandy muss ganz genau mit ihrem Geld haushalten. Die Unterstützung von ihrem Vater geht jeden Monat komplett für Miete und Lebenshaltungskosten drauf. Da sind solche Ausgaben wie für Barbie-Puppen, Barbie-Kleidung oder übertriebene Schönheitsansprüche ohne einen Nebenverdienst eigentlich nicht möglich. Am nächsten Nachmittag. Sandy fackelt nicht lange und denkt nicht daran, ihre Schulden zurückzuzahlen. Den Vorschuss ihres Vaters will sie direkt in ihre Barbie-Verwandlung investieren. Hallo. Hallo, guten Tag. Hi, und zwar, ich würde gerne aussehen wie Barbie und dazu fehlen mir noch die passenden Haare. Ja, dann würde ich sagen, unbedingt eine Beratung. Gerne. Dann darf ich einmal mit durchbitten. Ja, super. Bitteschön. So, dann darfst du gerne noch mal erzählen. Also, mein Wunsch ist es ja, Barbie-blonde Haare zu haben. Ich glaube, das müsste dann platinblond sein. Ja, also ganz ehrlich, ich würde dir die Haare auf gar keinen Fall blond färben, in Anführungsstrichen Platin. Denn mich würde dir extrem die Haare damit strapazieren und du möchtest ja bestimmt lange Haare behalten. Barbie hat auch lange Haare, ich weiß. Aber das wäre für die Haare eine Katastrophe. Ich habe da noch eine andere Alternative. Und zwar ist das eine Echthaarperücke, eine blonde, genau wie Barbie. Und ich würde sie gerne ausprobieren, dir demonstrieren und dann kannst du selber entscheiden. Nee, eine Perücke habe ich doch schon. Und Karen und Ben haben ja auch gesagt, dass die billig aussieht.
Anschauen kann ich sie mir aber trotzdem mal. Schließlich ist die 22-Jährige zu allem bereit. Egal, was es kostet. Doch zum Glück hat sie auch noch die 50 Euro von Freundin Karin. Das Geld für die Bahn hat sie sich gespart und ist einfach schwarz gefahren. Super, oder? Mir gefällt das richtig gut. Und ohne, dass wir dein Haar geschädigt haben, bist du blond, lang, like Barbie. Damit komme ich meinem Barbie-Look sehr viel näher. Damit machst du mich wirklich glücklich. Doch, gefällt mir. Und was würdest du was jetzt kosten? Ja, da liegen wir schon bei 350 Euro. 350 Euro ist ja nicht gerade wenig. Echthaarperücken haben den großen Vorteil, dass sie sehr echt aussehen und sich auch echt anfühlen. Sandy hat eine Perücke aber gar nicht nötig und kann sie sich auch gar nicht leisten. Ich würde dir dann auch sehr, sehr gerne ein paar Pflegeprodukte mitgeben, dass die Perücke langlebig ist. Weißt du, wenn du die Perücke nimmst, würde ich dir das Ganze inklusive Accessoires und Produkten für 50 Euro lassen. So, 400 Euro ist doch genau das, was ich habe. Ja. Dann kommen wir ins Geschäft. Dankeschön, das freut mich für dich. Also anfangs war ich mit der Perücke echt ein bisschen skeptisch. Aber nach dem Styling hat es mir echt gut gefallen. Und die Friseurin hat mir mit den Accessoires und der Perücke echt einen guten Preis gemacht. Eine Stunde später. Sandy hat zwar ein neues Paar Schuhe und eine neue Perücke, ihr Outfit ist aber längst nicht komplett. Deswegen braucht sie Geld. Doch selbst in der Haushaltskasse der WG herrscht Ebbe. Ich könnte denn... Sandys letzte Chance. Die Klamotten ihrer Mitbewohnerin. Ich muss meinen Barbie-Look jetzt noch perfekt kriegen. Und dafür brauche ich noch mehr Geld. Karin verdient doch so gut und hat auch so viele Klamotten. Sie wird bestimmt nicht merken, dass ich ihr ein paar Klamotten klaue. Eine halbe Stunde später. Sandys finanzielle Lage ist kritisch. Die 22-Jährige sieht daher keinen anderen Ausweg, als ihre beste Freundin dreist zu hintergehen. Wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Und zwar habe ich hier ein paar ganz tolle Klamotten, die ich zu Geld machen wollen würde. Alles klar, okay. Dann dürfen Sie es hier gerne mal hinlegen. Ich gucke es mal an. Gerne. Sowas hier. Ist auch alles fast umgetragen und alles Labels. Das Material hier auch sehr schön. Auf jeden Fall ein ganz tolles Stück. Ja, der ist auch sehr schön. Mutig? Mhm. Da können Sie mir doch bestimmt einen guten Preis machen. Ja. Ich gebe Ihnen für alles 100 Euro. 100 Euro? Ja. Also ich habe ehrlich gedacht, dass da schon ein bisschen mehr rauskommt. Kann man nicht da noch ein bisschen hochgehen? Vielleicht so 150? 150 und direkte Barauszahlung. Das wäre so super. Also ausnahmsweise. Ich kann die Situation verstehen. Ich habe eine Tochter in ihrem Alter. Ich kenne so ein bisschen die Probleme. Machen wir. Super. Ich hole gerade das Geld. Ja, ein Momentchen bitte. Von dem Verkauf von Karins Klamotten im Secondhand-Laden habe ich jetzt 150 Euro bekommen. Davon kann ich mir jetzt neue Klamotten kaufen, um meinen Barbie-Look perfekt zu machen. So, alles klar. Also ich behalte alles hier und gebe Ihnen ausnahmsweise dann 150 Euro dafür. Super, damit versüßen Sie mir echt den Tag. Ich bedanke mich ganz herzlich. Bitte schön. Sandy macht sich in einer Tour strafbar und schreckt auch nicht mehr davor zurück, Freunde und Familie zu betrügen. Das geliehene Geld reicht nicht mehr aus und ihre kriminelle Karriere nimmt weiter ihren Lauf. Zurück zu Hause. Sandy ist pleite, aber glücklich. Doch ihre kriminellen Machenschaften drohen aufzufliegen.
ist mein Lieblingsshirt? Welches Shirt? Du weißt ganz genau, welches ich meine. Ich habe nur eins. Nee, ich weiß gar nicht. Was ist denn los? Sandy, mein halber Kleiderschrank fehlt, inklusive diesem T-Shirt. Wo ist das? Das ist aber komisch. Ja, sehr komisch. Hör auf, mich zu verarschen. Hör auf damit, okay? Sag mir, wo es ist. Ach ja, jetzt wo du es sagst, mir ist ein kleiner Unfall passiert. Und zwar, ich habe geputzt und jetzt sind die Klamotten in der Reinigung, weil mir ist da Reinigungsmittel aus den draufgelaufen. Ach so, wäre ja das erste Mal, dass du putzen würdest. Ich glaub dir kein Wort. Übermorgen sind meine Klamotten da. Die Miete ist da, sonst fliegst du raus. Hast du mich verstanden? Ist ja gut. Du brauchst gar nicht so dämlich zu gucken. Die lügt mir eiskalt ins Gesicht. Und langsam überschreitet die echt die Grenzen. Wenn ich jetzt nichts sage, dann tanzt sie mir wohl oder übel auf der Nase herum.